Hallihallo und ich sag willkommen zu einer Gerüchteküche-Ausgabe mit folgendem Thema heute. Und zwar, das dürfte schon einige sagen, ha, hier kann man es auch lesen, und zwar zu den ersten Bildern zum Fraggle Rock Event 2013. Gut, starten wir. Und zwar Fraggle Rock, was ist denn das? Die dürften auch mehr oder weniger bekannt sein. Jedenfalls werden die dieses Jahr 30 Jahre jung und da feiert Famerame mit einer Kooperation auch gleich mit in Form eines Events bei einer Questreihe. Und was müssen wir tun? Die Eventkörbe werden uns gleich Näheres verraten. Und zwar sehen wir da neben den berüchtigten und beliebten Superdünger in den Eventkörben auch KRC und Kürbismarmelade. Aber sehr wichtig hier die, was ist das? Songtexte und das Riesenradieschen. Und zwar Drop-Item werden die Songtexte sein. Die werden droppen aus unseren Feldern wieder. Und dann haben wir noch eben das Eventpflanze. Dann dieses Riesenradieschen. Das wird. Hier auch noch eine Animation zum Riesenradieschen, passend dazu. So, jetzt kommt's nicht. Oh, doch keine Animation. Mist, müsste eigentlich funktionieren. So, zweiter Anlauf, aber jetzt funktioniert's. Oder, jawohl, hier sehen wir es nochmal. Die Reifestufen von den Riesenradieschen und das sieht echt genial aus. Ich find's mal echt ein anderes, finde ich echt genial, die Wimpflanze. Normalerweise bin ich nicht so der Fan, auch vom Außen hier, aber das finde ich eigentlich recht schick. Also, Fraggle Event, wann das genau stattfindet, von Datum her, das ist ja bereits bekannt. Vom 13. bis zum 23. November, der Eventkalender dazu ist ja schon raus. Da findet das Event eben statt. Also, wie gewohnt kann man sagen, das Event eben mit einem Drop-Item und einer Eventpflanze. Die Items dazu, die man da eben dann erspielen kann, die sind noch nicht raus. Die Bilder dazu habe ich noch nicht, aber die werden ja folgen. Das sind die ersten Bilder. Weitere werden dann sicher noch folgen. Ist ja sicher noch nicht alles. Gut, also seid schon mal gespannt auf die Fraggles in Famerame. Hier auch noch ein kleines Bildchen dazu. Also ich freue mich schon, muss ich sagen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie dann die Items aussehen werden. Also wenn es dann auch ein Riesenradieschen gibt im Item, hoffe ich doch sehr. Das will ich schon gerne haben. Finde ich eigentlich recht putzig. Was sagtet ihr zu den Riesenradieschen? Gut. Dann so nebenbei auch noch gesagt und erwähnt ist das Top 500 Item. Und zwar soll es dieses Jahr beim Erntefest oder Herbstfest oder wie sich dies auch immer dieses Jahr nennt, auch wieder ein Top 500er Item zu spielen geben. Das gab es ja schon zweimal in den letzten Jahren. Und zwar kann eben dieses Item nur die Top 500 Spieler in der Vergangenheit, was so die am meisten Gegenwert von Baumfrüchte, Pflanzen und was auch immer eben abgeben, bekommen dieses Item dann. Im vergangenen Jahr war es eben so, das Item brachte 50% mehr EP. Also wie eben Haustür, nur viel besser, 50%, und das ist schon sehr viel. Ob genau dieses hier dann das Item sein wird, wie genau in der Art, das ist auch noch nicht bekannt, aber hier mal ein kleines Bildchen da vorweg. Wartet uns ja auch wieder ein Erntefest oder Herbstfest, wie man es auch nennen will, das auch nochmal am Rande gesagt. Also, wenn nähere Bildchen entweder zu dem Thema sind oder zu dem anderen Thema, na, dann melde ich mich natürlich gleich wieder zurück. Aber das war's jetzt für heute, danke fürs Zugucken und damit viel Spaß weiterhin in Famerama und einen schönen Donnerstag noch.